Willkommen zum Intro von Projektmanagement on Demand, deinem Tutorial-Podcast für Projektmanagement. Egal, ob du Einsteiger bist oder schon ein wenig Projektmanagement-Erfahrung hast, hier findest du auf jeden Fall super viele nützliche Informationen, Inspiration und vor allem Dinge, die du direkt an die Hand bekommst, für dich und deine Projekte. Hier erfährst du Folge für Folge, Thema für Thema, worauf es im Projekt ankommt, wie Projektmanagement richtig Spaß machen kann und wie du andere in deinem Team dafür begeisterst. Mein Name ist Chris Schiebel. Ich habe mittlerweile über 15 Jahre Projektmanagement-Erfahrung in den verschiedensten Branchen und auf zwei Kontinenten sammeln dürfen und bin mittlerweile als Trainer, Coach und auch Berater im Bereich Projektmanagement unterwegs. Dabei unterstütze ich Unternehmen, genau wie Einzelpersonen, wie sie bessere und vor allem zeitgemäße Wege finden, erfolgreich Projekte zu managen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's. Der Titel der Folge sagt ja bereits alles. In der Nullfolge des Podcasts soll es darum gehen, warum ich diesen Podcast starte und für wen ich ihn überhaupt produziere. Und das gelingt mir am besten anhand einer Geschichte. Stell dir vor, du arbeitest in einer Fachabteilung und dein Chef oder deine Chefin kommen auf dich zu. Da gibt's ein neues Projekt und das sollst du leiten. Und dein Chef oder deine Chefin, ihr seid euch beide einig, das Thema ist super spannend und die Projektleitung an und für sich ist ein extrem guter und nächster Entwicklungsschritt für dich. Du arbeitest mit anderen Fachabteilungen viel näher als bislang zusammen. Du sammelst wichtige neue Erfahrungen. Du bist auch viel sichtbarer als zuvor. Und du hast einen größeren Hebel, kannst viel mehr Einfluss nehmen, womit du dann auch einen größeren Teil zum Erfolg des Unternehmens beiträgst. Nur, wie managt man ein Projekt? Du hattest mal ein Semester Projektmanagement als Vorlesung an der Uni. Das ist leider schon eine ganze Weile her. Dein Chef, deine Chefin haben auch keine Zeit, dir das beizubringen. Genau wie deine Kollegen und Kolleginnen sind sie einfach zu busy. Und der Projekt-Kickoff findet schon nächste Woche Donnerstag statt. Jede Schulung aus dem Fortbildungskatalog deines Unternehmens wird also auch zu spät kommen. Naja, und die Blöße willst du dir jetzt auch nicht gerade geben. Schließlich glaubt dein Chef oder deine Chefin ja bereits heute, dass du es kannst. Es gibt nur eine Chance. Du musst dir das jetzt selber drauf schaffen. Also ab ins Internet. Und schon nach ein bisschen Googeln und nach ein wenig Recherche und ein paar YouTube-Videos kommst du leider zu einer ziemlichen Ernüchterung. Dir wird klar, dass das Feld des Projektmanagements ziemlich unübersichtlich groß ist. Ein wahrer Massenmarkt tut sich da auf. Und verschiedene Ansätze scheint es auch noch zu geben. Du hast von Wasserfall gelesen, von agilen Methoden, von hybriden Ansätzen. Wo fängst du da jetzt an? Meine Antwort: am besten genau da, wo du jetzt und heute stehst. Du stehst heute vor dem Kickoff kommende Woche Donnerstag. Und nun komme ich ins Spiel. Alles, was es unbedingt bis dahin braucht, bringst du dir jetzt mit diesem Podcast selber drauf. Das reicht natürlich nicht, so viel ist klar, um Experte oder Expertin zu werden. Doch es wird genug sein, um die ersten 2 bis 3 Runden souverän zu meistern. Danach siehst du dann einfach weiter, was es als nächstes braucht. Und so hangelst du dich von Thema zu Thema genauso, wie es dein Projekt und du es gerade brauchen. Und genau dafür ist der Podcast auch gemacht. Für solche Situationen habe ich ihn konzipiert. Anhand eines roten Fadens führe ich dich durch das Projekt und dort begegnest du dann genau den Themen, die du hier wiederum im Podcast findest. Dann bedienst du dich einfach Folge für Folge. Nach dem Kickoff zum Beispiel wird es das Thema Stakeholder Management sein. In einer weiteren Folge wird es darum gehen, wie du und dein Team Anforderungen erfassen und strukturieren, wie du einen Zeitplan aufstellst, Verantwortlichkeiten zuweist, Aufgaben verteilst, einen ersten Statusbericht an deinen Chef oder deine Chefin anfertigst, wie du einzelne Teammitglieder gezielt und situativ führst
und so weiter und so fort. Du hast es schon lange verstanden. Ganz wie du es brauchst, hörst du dir immer die jeweilige Folge an. Dabei ist mein Anspruch, dass du nach jeder Folge tatsächlich auch was in den Händen hältst, dass du dann sofort mit in dein Projekt nehmen und anwenden kannst. Denn ich bin auf einen direkten Nutzen für dich aus. Ich will, dass du deine eigenen Erfahrungen auf Basis dessen, was du hier gehört hast, sammelst. Denn das ist am Ende des Tages das wahre Wissen. Also Kernbotschaft an dieser Stelle: Das wahre Wissen liegt in deiner eigenen persönlichen Erfahrung. Du kannst also auch dein eigener Lehrer, deine eigene Lehrerin sein und deine Weiterentwicklung selbst in die Hand nehmen. Und ich unterstütze dich dabei, Folge für Folge. Und genau so ist auch der Name des Podcasts zu verstehen und entstanden. Das hier ist ein Tutorial. Idealerweise hast du also stets Zettel und Stift zur Hand und skizzierst einfach die Modelle, die ich dir vorstelle. Machst dir dazu deine eigenen Notizen und beantwortest die zugehörigen Schlüsselfragen. So gesehen ist der Podcast weniger für deinen Weg in die Arbeit, wo du im Auto sitzt oder gedrängelt in der U- oder S-Bahn stehst. Viel eher sitzt du in meiner Vorstellung bei einer Tasse Tee oder Kaffee noch am Frühstückstisch oder du ziehst dich während der Arbeit mal alleine in den Besprechungsraum zurück oder bleibst einfach noch 15 Minuten länger, bevor du im Büro die Segel streichst. Ich gebe mir also die beste Mühe, die Themen kurz und knackig für dich auf den Punkt zu bringen und dann gehst du damit ins echte Leben, ins echte Projekt und profitierst davon, bis du auf die nächste Herausforderung stößt. Und dann suchst du dir dazu die passende Podcast-Folge, blockst dir ein bisschen Zeit in deine Agenda und lässt dich wieder von mir fundiert inspirieren. Mindestens wünsche ich mir auf jeden Fall, dass du etwas Relevantes für dein Projekt, für dein Team, für dich dazu lernst, die ein oder andere Abkürzung durch den Podcast nimmst und natürlich nützliche Schlüsselerkenntnisse sammelst. Mein Ziel ist dann erreicht, wenn du in den Inhalten der Podcast-Folgen für dich Orientierung findest und eine Struktur, der du unmittelbar in deinem Projekt folgen kannst, die dir damit schlussendlich Sicherheit gibt, die Dinge im Griff zu haben. Denn das baut auch definitiv Stress ab, wenn du das Heft in der Hand hältst und weißt, wo es lang geht. Die Sicherheit nämlich strahlst du dann auch gegenüber deinem Team und deinem Chef oder deiner Chefin aus. Und das wiederum ermöglicht dir, dich auf die eigentliche Arbeit zu konzentrieren und dabei auch noch Spaß zu haben und ein Team, das mit dir begeistert bei der Sache ist. All das wird dir ermöglichen, dich weiterzuentwickeln und die Anerkennung für deinen Einsatz zu bekommen, die dir dann auch zusteht. Und so kommst du in deiner beruflichen Weiterentwicklung voran, sammelst fleißig Abzeichen und baust einfach deinen guten Ruf weiter aus. Du wirst ziemlich schnell erkennen, warum ich mich so sehr für das Thema Projektmanagement begeistere, denn von den Skills, die du hier lernst, wirst du auch in anderen Lebensbereichen profitieren. So viel nehme ich schon mal vorweg. Diese Einsicht und diese Erkenntnis hat bei mir sehr, sehr viel Positives bewirkt und mich schlussendlich auch motiviert, mein Wissen offen zu legen und mit dir hier in diesem Podcast zu teilen. Ab jetzt nimmst du also dein Projekt und deine Weiterentwicklung mit mir an deiner Seite in Angriff. Vor oder während der Arbeit bin ich durch den Podcast sozusagen on demand, auf Abruf, für dich bereit. Du lernst on the fly, while you go, und zwar immer genau das, was du gerade oder eben als nächstes brauchst. Dabei wird es um Methoden und Tools gehen. Du wirst Vorlagen und Checklisten von mir bekommen. Ich stelle dir Modelle vor und vermittle dir die Skills, die du mit in dein Projekt nimmst und mit deinem Team teilst. Profitiere sehr, sehr gerne von meinem Expertenwissen als langjähriger Projektmanager und heutiger Zeitgeisti, Berater, Trainer und Coach für Projektmanagement. Ich selbst nenne mich Projektmanagement-Botschafter. Und was ich möchte, ist, dass du am Ende des Tages in deinem Projekt brillierst. Lege sehr gerne mit der ersten Folge schon heute, hier und jetzt los. Das Thema Projekt-Kickoff und auch andere stehen schon bereit. Dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß
viel Erfolg und lass gerne einen Kommentar hier, wenn du Fragen hast, dir Themen fehlen oder du einfach ganz spezielle Dinge an mich rantragen möchtest. Auf geht's zur Brillanz!